Herzlich willkommen, allen Freunde, zu Dead by Daylight. Oh, Leute, ich freue mich auf dieses Projekt. Denn wie ihr wisst, ich liebe Dead by Daylight. Und ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele momentan. Auch immer noch. Und auch schon seit 3 Jahren oder 4 Jahren. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir spielen auf jeden Fall Dead by Daylight heute mit dem Doktor. Ja, Leute, ne, mein neuer Rechner ist da. Gartic Phone lief jetzt auch schon über mein neuer Rechner. Mit dem Sound muss ich jetzt die Tage, ne, ich nehme das ja jetzt auf, ne. Wenn der Sound gut ist, dann seht ihr das Video. Wenn nicht, dann nehme ich es diesmal nicht. Dann würde ich einfach nochmal neu aufnehmen, um einen besseren Sound zu haben. Dead by Daylight wird jetzt jede Woche kommen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie oft, weil ich würde das gerne mit meinen Freunden spielen. Und die müssen dann natürlich auch Lust haben dazu. Ja, und die haben meistens mehr Bock auf LOL. Aber manchmal schaffe ich es, dass sie mit mir Dead by Daylight spielen. Deswegen, ne, einmal die Woche, mindestens. Und im Notfall muss ich alleine spielen. Ne? Oder vielleicht jemand von euch. Von den Kommentaren. Ne? Außerdem werde ich dann jetzt in naher Zukunft auch oft streamen. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Ja, ich freue mich. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen, mit dem Doktor hier umzugehen. Ich spiele mit einer neuen Tastatur und mit einer neuen Maus. Das ist nur ein bisschen ungewohnt für mich. Die ist nämlich deutlich flacher als meine alte. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich weiß es noch nicht. Ja, gibt es sonst noch was zu erzählen? Eigentlich nicht, ne? Naja, gut. Ich bin jetzt gespannt. Gespannt, gespannt. Let's go. Let's do this. Let's do this. Ich spiele außerdem auf einer kabellosen Tastatur. Ist richtig cool. Aber die muss man immer aufladen, das ist nicht so cool. Oh, Macmillan. Macmillan ist eine Map, die mag ich nicht so. Die finde ich langweilig. Ich finde die langweilig. So, dann wollen wir mal gucken, wo sie sind. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe, das jetzt hier in 4K aufzunehmen. Ich bin mir da nicht sicher. Also seid nicht böse, falls es nicht geklappt hat. Sehr schön. Ja. Hi. Also, läuft die eine Runde? Nee. Ich dachte schon. Oh, ich liebe diesen Strahl, Leute. Ich liebe ihn. Hier bin ich. Hi. So, ich nehme mich mit. So, hier ist egal. Sicherheitshalber gehen wir hier hin, falls da jemand ist. Ich weiß es nicht. Da. Bist du blind oder was? Was habe ich hier denn für Leute? So. Ich kann die Palette hier nicht umschmeißen. Aber die kann da durchgehen. Okay. So, den lassen wir da einfach. Weil ich finde, ich bin kein Camper-Killer. Ich, wenn dann, ne, mache ich das ja auch ordentlich. Da. Oh Gott. Die ist gut im Ausweichen. Als ob ich sie nicht gesehen habe. Mein Gott, ey. Als ob ich sie nicht gesehen habe. Wie wir hier die Palette umschmeißen. Aber das kriegt sie nicht hin. Weil ich zu klug bin. Ich bin zu klug für dich. Wo bist du? Da bist du. So, ist hier ein Haken? Ja. Perfekt. Oh, da schreit jemand. Ich komme. Papa holt dich. Ich müsste jetzt eigentlich eher wie ein Doktor reden, ne? Naja, ich scheine da wohl im Haus zu sein. Mach einfach mal hier. Ne? Okay, Schocktherapie. Doch, da läuft einer direkt hier raus. Das ist ja praktisch. Hi! Na? Wie geht's dir? Oh. Sehr gut ausgewichen. Na gut, dann schnapp ich dich mal so. Hallo? Was soll das denn? Als ob ich da drauf reinfalle. Was bist du denn für einer? Hallo, hört mal auf mit den Generatoren jetzt, ja? Ich bin hier am hart verfolgen. Und nicht treffen, das kann ich. Ja, es war nicht so klug von ihm. Aber in Ordnung. So. Kommen Sie her, kommen Sie her. Wo ist er? So dunkel.
Alter. Ja, manchmal bin ich blind. Ich glaube, ich habe eisener Wille mit. Spannungsstoß, das heißt, wenn ich den jetzt aufhänge, dann gehen sämtliche Generatoren kaputt in der Nähe. Überladung. Ich wette, da hinten sind welche, aber ich bin... Weißt du, das hier? Ah, da ist jemand. Zack. Ja. Was war das denn, ey? Oh, da ist jemand. Ah, die schreien alle. Oh, da ist jemand. Was war das denn jetzt hier? Wo ist denn? Die ist hier hingerannt. Oh Gott. Ist nicht dein Ernst, oder? Also, sorry, ja, aber da bist du ja wohl selbst schuld, oder? Bin ich der Meinung. Oh Gott, da passe ich nicht durch. Das war mir so klar. Er hat den Haken, glaube ich, kaputt gemacht. Okay. Oh, ich wollte dich nicht. Ich wollte eigentlich die andere. Naja. Dann schaffen wir dich. Okay. Dich haben wir jetzt aber. Schaffst du nicht. Schaffst du nicht. So. Alter, wie schnell können sie sich eigentlich dahin teleportieren? Ab in den Keller mit dir. Genau, da habe ich Lust drauf. Hahaha. Viel Spaß hier unten. So, Barbecue habe ich nicht dabei. Aber ich weiß, dass da hinten jemand ist. Falls er da hinten noch ist. Schau mal, ja, da ist er noch. Ist er durchs Fenster gesprungen? Oh! Er ist unter mir durchgerutscht. Na gut. Das war's aber hier. Kleiner Typ. Und die scheinen. Sind die da unten noch? Ja, ja, sie haben sich, glaube ich, geheilt. Heißt, da kann ich jetzt auch direkt hin. Da sind sie nämlich. Da sind alle. Okay. So, dich habe ich nämlich gesehen, kleines. Als ob er den da jetzt runterholen will. Okay. Penguin, bleib doch mal hier. Kleines Ding, ja? So, einfach durchs Fenster. Easy peasy. Boah, Alter, ne? Ich bin ein bisschen blind, oder? Wo ist sie denn? Hä? Wieso ist sie denn auf der Seite? Leute, ne? Tut mir leid. Da ist jemand. So. Hallo David. Oh, zack. Ah, hier. Ich kriege noch ein bisschen Beschallung ab von mir. Ist jetzt wieder woanders hingerannt oder was? Nee, da ist er. Alles klar, ey. Was sind das hier für Leute? Ich weiß es nicht. Also viel drauf haben sie jetzt nicht. Aber der erste ist weg. Das ist doch schön. Ah, da. Na, schau. Ah, da passen die durch. Oh. Hahaha. Habe ich gut gemacht, ne? Dass ich dich paralysiert habe. Denn wenn ich die Leute hier so andingse mit meinem Strahl, dann passiert es, dass die zum Beispiel jetzt da nicht mehr rüberhüpfen können. Und ich kann sie dann somit halt einfach wegmachen. Wegmachen. Weg mit dir her. Du kommst in den Keller. Ich glaube, dich hatte ich nämlich noch nicht angehakt. Deswegen viel Spaß da unten. Bin gespannt, ob dich jemand retten kommt. Ich hoffe ja nicht. Aber wer weiß.
Oh, die haben den Generator angekriegt. Die Schlawinis. Oh, wo seid ihr? Da! Ha? Oh, nicht getroffen. Naja, egal. Nee, nee, nee. Hihihi, da kommst du nicht rüber. Ja, ja, ja. Mach das ruhig hier. Mach das doch ruhig. Als ob die Fangmin jetzt entkommt. Wehe. Wehe, die findet die falsche. Die hat es eigentlich nicht wirklich verdient. So schlecht, wie die gespielt hat. Na gut, schauen wir mal, ob wir sie irgendwo finden. Ich würde sagen, wir machen erstmal das hier kaputt. Zack. Oh, die ist da hinten. Okay. Laufen sie nach rechts oder nach links? Oh nein, es tut mir leid, aber ich habe dich jetzt gesehen. Es tut mir wirklich leid, ja? Wirklich. Oha. Das ist ja eine Cheaterin hier. Oh, fail. Fail, fail, fail. Ach, die ist da hinten. So, das habe ich. Oh, Kacke, die ist jetzt weg. Schade. Schade, schade. Wir müssen die Falte jetzt suchen. Bevor sie sie findet. Nüt haben wir nicht dabei. Gucken wir mal. Hier ist nichts. Na, sehr die bestimmt, oder? Nee, habe ich nicht gehört. Habe ich mir eingebildet. Gucken wir einmal hier hinten. Ne. Sie hat sie gleich. Sag's euch. Wo haben wir sie? Da ist sie nicht. Ah, sie hat sie. Okay. Na gut. Verdiene 8 Embleme. Wie viel haben wir bekommen? 4? Perfekt. Viel ist gut. Viel ist gut. Guck mal, für die erste Runde als Killer, ne? Bin erst Rang 13, weil ich bin nicht oft Killer. Machen wir noch eine Runde? Ich überlege gerade. Machen wir noch eine Runde? Wie viele Minuten haben wir? 13. Nee, komm, 13 reicht, oder? Dann. Dann das nächste Mal, da machen wir 2. Okay, versprochen. Ich mach mit jedem ne, Freund, den ich dann hier finden kann, oder mit anderen Partnern, ne? Mal schauen. Mache ich auf jeden Fall dann 2 Runden. Damit wir so bei circa 20 bis 30 Minuten sind. Und ja, ich würde sagen, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich liebe Dead by Daylight wirklich sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, ihr auch. Ne? Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.